Hallo Freunde, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, habe ich das Rätsel um Agathas Altar lösen können. Ich habe die vier Stäbe gefunden, die Belohnung einkassiert. Wie ihr bzw. wo ihr die Stäbe findet, gehen wir jetzt gemeinsam durch und ihr seht auch, was wir als kleine Belohnung bekommen. Ich werde aber die Zwischensequenz nicht spoilern, die könnt ihr euch selbst anschauen, denn wir werden natürlich wieder weitergeschickt. Der erste Stab ist der Feuerstab und den finden wir in der Kapelle unterhalb der Zimmer, wo unsere Superhelden übernachten. Und wenn wir hier in die Kapelle reinkommen, können wir uns natürlich auch hier rechts einmal eine Tarotkarte ziehen. Sparen wir uns später einmal den Weg dafür. Und wenn ihr die Karte eingesackt habt, könnt ihr hinten, da liegt er auch schon, den Feuerstab looten. Der zweite Stab ist der Wasserstab und den finden wir beim Swimmingpool, genauer bei der Grotte. Und hier haben wir eine kleine Brücke. Direkt unter der Brücke befindet sich der Stab. Einfach hier rechts die Treppe runter, hier nicht chillen, einmal weiter. Und dann können wir hier auch direkt den zweiten Stab looten. Das ist der Wasserstab. Der dritte Stab ist der Erdstab. Und wir düsen gleich einmal zu Hunters Folly. Rechts sind die vier Statuen. Wir halten uns links davon, laufen hier einmal den Weg hoch. Direkt zur Krypta, wo wir geschlafen haben, müssen hier einmal mit dem Wort der Macht die Tür öffnen. Und sobald sie offen ist, können wir uns hier links den vorletzten Stab looten, den Erdstab. Bleibt noch der letzte Stab, Luftstab. Da gehen wir zu Agathas Altar. Passt wunderbar, denn gleich müssen wir die Stäbe natürlich auch einsetzen. Und von hier halten wir uns einmal ja, rechts vom Altar. Hier haben wir so einen kleinen Durchgang. Wieder eine Tür, die wir mit dem Wort der Macht öffnen müssen. Wir düsen einmal dort hinunter, halten uns dann gleich links. Wir befinden uns im Whisperwald. Und am Ende dieser kleinen Strecke wartet auch schon der letzte Stab, in dem Fall der Luftstab, auf uns. Jetzt, wo wir alle Stäbe zusammen haben, müssen wir sie nur noch in die richtige Vorrichtung packen. Ganz links kommt zunächst einmal der Wasserstab. Rechts daneben setzen wir den Luftstab ein. Auf der rechten Seite, eher links orientiert, kommt der Erdstab zum Einsatz und somit bleibt nur noch ein Slot ganz rechts für den Feuerstab. Sobald der drin ist, bekommen wir unsere Belohnung. In dem Fall ist es ein weiteres Mondsiegel. Was wir damit machen müssen, wie die Sequenz ausschaut, müsst ihr jetzt natürlich selber erleben. Ich möchte euch nicht spoilern. Beim nächsten Rätsel, wenn es schwierig ist, werde ich euch aber versuchen zu helfen.